Hi Freunde, Modman hier. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach euer Gold vermehren könnt und das einfach mit der Markthalle. Ist keine schwere Sache, relativ easy und ja, bleibt dran, guckt rein. So, und zwar zeige ich euch, wie ihr sinnvoll traden könnt mit der Markthalle. Es gibt sehr viele Items, die ihr traden könnt, die ihr billig oder günstiger einkaufen könnt und dann wieder mehr verkaufen könnt. Und so macht ihr dann ganz einfach Geld. Ich zeige euch das mal in einem Beispiel, und zwar von den Cannonballs heute. Dafür, wir gehen auf die Cannonballs in der Markthalle und kaufen sie zu einem extrem überteuerten Preis ein. Diese eine Kugel nehmen wir und verkaufen sie dann auch wieder zu einem extrem günstigen Preis. Hiermit können wir jetzt sehen, wie viel kriegen wir für die Cannonballs. Für wie viel werden sie instant gekauft und für wie viel werden sie instant verkauft. Okay, jetzt gerade ein bisschen schlecht, weil die Marge zwischen den beiden Items ist relativ gering. Deswegen gucken wir jetzt nochmal nach einem anderen Item, das ziemlich gut geht, den Zulra Scales. Wenn ihr ganz einfach und schnell Profit machen wollt, solltet ihr irgendwie Items nehmen, die oft benutzt werden. Zum Beispiel Runen, die Zulra Scales, Cannonballs, teilweise Herbs, müsst ihr mal gucken. Da ist natürlich die Marge aber sehr gering. Hier sehen wir zum Beispiel 117 kaufen wir ein und für 119 können wir sie verkaufen. So, für da es schon andere Leute gibt, die für 117 einkaufen, wollen wir jetzt für 118 einkaufen. Das machen wir jetzt einfach mal fürs komplette Cash, das ich habe. 2,4 M reicht. Confirm. So, wenn jetzt irgendein Spieler in RS reinkommt und die Zulra Scales unter 118 verkauft, heißt für 118, für 117, für 116, für 115, kriegen wir automatisch die Scales für 118 Coins. Da das Item sehr oft gehandelt wird, geht es relativ fix. Hier sind schon die ersten reingekommen, 497. Die nehme ich jetzt einfach mal. Und ja, wir haben geguckt, 117 werden sie instant verkauft. Und für 119 instant gekauft. Heißt, wir können jetzt hier drauf gehen und verkaufen unsere Scales für 119. Alle. Okay. Sollten Insta da. Okay, sind instant gekauft worden. So, wir haben jetzt 497 Gold Gewinn gemacht. Klar, ist jetzt nicht viel. Aber wenn die Marge größer ist, kann man sich da echt große Summen holen. Wir haben jetzt zum Beispiel, wie viele sind es? 20.000 Scales. Heißt, wenn wir alle 20.000 einkaufen, machen wir einen Gewinn von 20.000 Gold. Wenn wir jetzt alle für, ich sag mal, 117 kaufen würden wir schon einen Gewinn machen von 40.000 Gold. Für 116 hätten wir dann 60.000 Gold, für 115 15.000 Gold und so weiter. Wenn wir zum Beispiel im Woundscape, ich gebe es mal kurz auf dem zweiten Bildschirm ein, Grand Exchange Preise, wenn wir uns jetzt die Preisliste angucken würden von Woundscape, die ist offiziell price.woundscape.wiki, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ja? Wenn wir hier gucken und zum Beispiel auf die Scales gehen, dann haben wir hier einen Graph. Hier sehen wir, der niedrigste Preis hier zum Beispiel war 116 und 119. 117, 120 ist jetzt von heute. Ich bin mir aber sicher, es gibt auch Tage, wo die Marge größer war. Ja. Ist aber bei Zulra Scales, weil die so oft gehandelt werden, eher unüblich. Also hier könnt ihr auch sehen, welche Items werden am öftesten getradet. Zum Beispiel Fire Rune, Federn, Pure Essenzen, Air Rune, Zulra Scales, Blood Rune, Chaos Rune, Water Rune, Cannonballs und so weiter und so fort. Also hier seht ihr so eine Liste, wie oft und wie groß die Margin ist. Cola zum Beispiel eine relativ große aktuell. Heißt, ich nehme jetzt erstmal die Scales, die ich hier habe. Das breche ich mal kurz ab. Und verkaufe die erstmal. So, wir haben gesagt, wir kriegen 119 pro Scale. Ich biete sie an für 119. Dürfte relativ schnell gehen. Lass ich einfach mal stehen. In der Zeit gucke ich mir mal Cola an. Kohle, ein Stück kaufen. Für, sehen wir gleich für wie viel. Und ich verkaufe es wieder unter Preis. So, wir haben jetzt eingekauft für 145
und verkauft, eingekauft für 140. 141 können wir also einkaufen und verkaufen können wir für 145. Heißt, wir gehen jetzt auf Kohle, kaufen ein für 141. Ja, hier können wir uns einfach mal 564k, 4000 Kohlestücke erlauben. Hier kommt in der Zeit unser Geld wieder rein. Wenn wir gucken, 8000 haben wir schon. Ja, inzwischen sogar 10.193 haben wir schon 10k Goldgewinn gemacht. Einfach nur in der Markthalle stehen und traden. Ich kann gucken, das Video läuft seit 5 Minuten, also haben wir innerhalb von 5 Minuten 10.000 Coins Gewinn gemacht. Wie gesagt, wenn wir uns die Margin gucken, angucken, geht das alles auch noch besser. Und ja, wenn ihr so euch ein paar Items aussucht und die immer hin und her flippt, habt ihr eine ziemlich gute Chance, easy Geld nebenbei zu machen. Ich mache es zum Beispiel sehr gerne mit Cannonballs, kaufe diese Unterpreis ein, verkaufe sie dann teurer, da ist meistens eine Marge von 4, 5 Gold, hole mir dann 11.000 und habe dann am Ende ja, 50 bis 100.000 Gold Gewinn mit einem Aufwand von 2 Minuten. Ist ganz gutes Gold für die Zeit und kann ich so nur weiterempfehlen. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Like gebt und abonniert gerne meinen Kanal. Würde mich auch super freuen. Und guckt gerne in die nächsten Guides rein. Ich werde die nächsten Tage wieder was hochladen. Guckt rein, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, beziehungsweise einen schönen Tag, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mottenmann.